Die Top 10 Highlights der Männer von der German Beach Tour in Hamburg werden euch wie immer präsentiert von der Allianz. Auf der 10, ausnahmsweise von Einschlagen, aber auch wirklich aus gutem Grund. Haben wir davon eine Replay? Das ist ja ein Trickshot. Und nach dem Aufschlag von Krümelmonster Erik Stadi bleiben wir auch erstmal bei Trickshots. Die Abwehr hier von Erik ist sensationell, aber dann kommt Janni Kühlborn, No Look, No Scope, Reverse Pokey gegen den Top Seed aus Hamburg, Freshner Sora. Unser Hausmeister Daniel Wernitz durfte auch wieder mitspielen. Um den geht's hier aber natürlich nicht, sondern um seinen Partner Udi Schneider. Präsentierte in Hamburg wieder seine unfassbare Athletik, einarmig ausgefahren und gegen Bennett Ponywatz reingeschmissen das Ding. Wir springen eins weiter zu dem bisherigen Team der Saison. Benny und Jonas Sargstetter bisher jedes Mal im Halbfinale und das auch vollkommen zurecht, weil sie einfach unfassbar guten Volleyball spielen. Dann guckt euch diese Sicherung an von Jonas. Der Kontakt ist magisch, Martin. Und dann noch das Finish obendrauf mit ganz viel Übersicht. Erneut keine Chance für die Ponys. Neben dem Team der Saison gibt es auch noch so ein paar Rising Stars und das sind Louis Wüst und Max Just. In Hamburg waren sie erstmalig direkt im Hauptfeld gesetzt und spielten wieder ein starkes Turnier und ich weiß nicht, ob Armin Dollinger die beiden noch nicht so kennt, aber beim nächsten Mal im Zweifel gegen Max Just einfach mal vorne bleiben. Don't pull on Max Just. Auf der 5, zum dritten Mal mit Beteiligung der Ponys und diesmal kommt das Highlight auch endlich von den Jungs aus Osnabrück. Bennett hier mit einer herausragenden Defense, macht vorne dann alles richtig und kann es jetzt seinem Bruder überlassen. Boom, boom, David Ponywatz vor die Füße von Benny Blanco. Sollte am Ende nicht ganz reichen gegen Sargstetter, aber zumindest dieses Highlight mal mitgenommen. Auf der 4, das hier ist noch nicht das Finale, sondern das erste Duell von Janni Kühlborn und Erik Stadi gegen Freshner Sova im Viertelfinale auf der Winnerseite. Hatten zu diesem Zeitpunkt das Spiel schon gefühlt ein kleines bisschen abgeschenkt und dementsprechend den Zirkus mal ordentlich aufgedreht. Freshner Sova haben für die Zuschauer mal ein bisschen mitgemacht und am Ende geht das Ding dann tatsächlich an Erik und Jannik. Ab aufs Podium und ab jetzt ist es eine reine Blockparty und wir starten natürlich mit King Kühlborn, der hier Armin Dollinger das Ding mal richtig schön auf den Dates blockt, schön in die Berne geworfen, voll an der Glimse zurückgeschmissen und dem Dollinger Armin mal richtig schön die Kinnlade verputzt. Die krasseste Blockpassage geht aber definitiv an diesen Mann. Der Turniersieger Robin Sova, unfassbar gut gespielt und was er hier jetzt im Block macht, ist einfach unglaublich. Starke Sicherung. Nächste gute Sicherung. Jetzt muss er aber vorbeikommen am Hightower. Ja, und der ist. Alter, das ist pure Dominanz da vorne am Netz. Was macht Robin Sova gerade mit den anderen beiden da auf der Gegenseite? Und hier. Dass das Highlight des Turniers aber am Ende noch an einen besseren Blocker geht, war ja vollkommen klar. Und dank Sir Arne Tegen endlich unleashed Georg Wolf one-handed gegen Milan Sievers. Die Wölfe haben vom Sir vorher die Ansage bekommen, dass sie mal ein bisschen öfter Hybrid spielen sollen. Und tatsächlich dieser Block von Georg ein Riesenfaktor, warum sie am Ende das Spiel gedreht haben. Wenn euch die Highlights gefallen haben, dann denkt dran, das Ganze hier ein bisschen zu supporten. Also gerne einen Kommentar da lassen und an alle, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben, das mal schleunigst erledigen. Und hier links oben jetzt zwei weitere Videos zur German Beach Tour, die ihr euch jetzt mal richtig schön reinziehen könnt.